Aktion für eine gerechte Gesellschaft. Das Bündnis Unteilbar hat am Freitag zur Nachttanzdemo aufgerufen. Mehrere Menschen sind durch die Stadt gezogen. Damit wollte man ein Zeichen für Solidarität und gegen Rassismus setzen. Das Bündnis Unteilbar setzt sich aus Gewerkschaften, Kirchen, politischen Parteien und Musikern zusammen. Gemeinsam will man für stärkeren gesellschaftlichen Zusammenhalt einstehen. Die Nachttanzdemo war die erste Aktion in Cottbus. Das Vorbild zur Veranstaltung stammt aus Berlin. US Car Meeting. Am Samstag haben sich US Car Fans auf der Kartbahn in Löschen getroffen. Zuschauerinnen und Zuschauer konnten etwa 90 Autos aus verschiedenen Jahrzehnten bestaunen. Auch Showbikes sind über die Kartbahn in Löschen gebrettert. Das Meeting wurde als Charity-Veranstaltung organisiert. Für das Tierheim Cottbus und das Tierschutzligadorf Neuhausen wurden Spenden gesammelt. Auch im nächsten Jahr soll es wieder ein US Car-Treffen geben. Für Sichtbarkeit und Sicherheit. Am Wochenende haben sich Menschen in Brandenburg für Toleranz, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt eingesetzt. Am Samstag ist die jährliche Christopher Street Day Parade durch Cottbus gezogen. Die lief diesmal unter dem Motto Große Hürde Menschenwürde. Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz hat Veranstaltungen in Cottbus und Frankfurt-Oder mit 10.000 Euro unterstützt. In Cottbus sind bereits zum 13. Mal Menschen für Frieden und Akzeptanz auf die Straße gegangen. Runder Geburtstag bei der Parkeisenbahn. Die Cottbuser Parkeisenbahn hat am Samstag zum großen Kinder- und Familienfest eingeladen. Anlass war der 30. Geburtstag des Fördervereins. Die große Feier stieg am Bahnhof Sandower Dreieck. Neben vielen Attraktionen und den Rundfahrten mit der Parkeisenbahn hat der Förderverein auch ein Bühnenprogramm auf die Beine gestellt. Wassersport-Event in Sandow. Am Cottbuser Bootshaus startete am Samstag die 20. Drachenbootregatta gepaart mit dem 6. Firmencup. Für letzteren konnten Cottbuser Unternehmen ihre Teams anmelden. Die Mannschaft Cottbuser Rathauskrebse ist in den 10er und 20er Kategorien Erster geworden. Die Drachenbootrennen am Cottbuser Bootshaus haben eine lange Tradition und sind sehr beliebt.